also Eisenhüttenstadt 25 Jahre Städtepartnerschaft mit Saarlouis gefeiert. Und wir waren natürlich dort Gäste, wie immer, wohl aufgehoben und ganz fantastisch untergebracht. Und da hat uns die Dagmar Büschel, die Bürgermeisterin, gesagt, in Eisenhüttenstadt gibt es was ganz Besonderes. Bei dem dortigen Stadtfest, meine Damen und Herren, ist es so Usus, dass die Leute sehr viel tanzen. Auf der Straße, an den Ständen. Und da hat Dagmar es geschafft, sage und schreibe, 250 junge, ältere, in jedem Fall gute Tänzerinnen und Tänzer zusammenzukriegen, die dann mit ihr zusammen den Hüttetanz gemacht haben. Und unser Oberbürgermeister, Sie kennen ihn alle, hat natürlich dann dabei gestanden, einmal geschluckt und hat gesagt, das machen wir besser, das können wir besser. In Saarlouis ist immer alles eine Nummer größer. Und von daher hat er gesagt, wir schaffen es, liebe Freunde, hier in Saarlouis, heute Abend mehr als 250 Menschen vor der Bühne tanzen zu sehen. Wollt ihr das? Ihr müsst alle mitmachen. Wir wollen niemanden sehen, der steht. Es ist ein relativ einfacher Tanz. Selbst er hat also stundenlang geübt, zusammen mit seiner Frau. Sie kann den Tanz, er kann ihn noch nicht, aber das will er jetzt gleich zeigen. Er hat eine ungeheuer elegante Figur zum Tanzen. Man wird es gleich sehen, wenn er sich dieses Hemdchens erledigt. Da kommt die breite Brust heraus. Und da sehen wir also Emmes Tanz 2012. Wo sind meine Tänzer? Wollen wir Eisenhüttenstadt besiegen? Wunderbar. Patrick.